Hallo YouTuber, Selbermacher, Autoschrauber, willkommen auf meinem Kanal zu Teil 2 Bremsenwechsel beim 1er BMW 118D. So, jetzt sind wir an den rückwärtigen Bremsen dran. Wir beginnen mit dem Lösen des Verschleißkontaktes. Danach, wie gehabt, den eigentlichen Bremskolben vom Sattel lösen, 13er Schlüsselweite, die Schraube 15er Schlüsselweite zum Gegenhalten. Ja, wenn ihr das verdreht, können die Gummimanschetten Schaden nehmen, muss nicht sein. So läuft jetzt hier in Zeitlupe durch, in Zeitraffer. Und oft ist es dann so, dass der Bremssattel noch nicht gleich geschmeidig abgeht, weil sich an der Bremsscheibe ein Grat gebildet hat, über den die Bremsbeläge mehr oder weniger drüber rutschen müssen sollen. Also, wie in Teil 1 gezeigt, den Kolben ein wenig zurückdrücken, aber hier ist es durch Hin- und Herwackeln schon soweit gekommen. Wichtig ist immer, wenn ihr den Bremssattel abnehmt, dass ihr was parat habt, um den nach oben zu hängen. Die Bremsschläuche können zwar einiges ab, aber knicken und so sollte nicht sein. In dem Fall, ich habe zwei Kabelbinder genommen. Wie gesagt, die sollte man schon bereit haben, sonst fällt der Bremssattel doch irgendwie runter. Der Bremskolben in dem Fall, ja. Und es ist halt kein schönes Gefühl, wenn er an der Bremsleitung hängt. Der BMW hat hier die eigene separaten Trommelbremschen für die Handbremse. Ihr werdet es gleich sehen. Die sind in der Bremsscheibe mit integriert. Also die Bremsscheibe ist gleichzeitig auch eine kleine Trommelbremse für die Handbremse. So, da hängt er jetzt. Und nun kann es weitergehen. Als nächstes die Schraube lösen, die die Bremsscheibe auf der Nabe hält. Ich hatte das Glück, dass die ganz gut abging, dass die sich ganz gut gelöst hat, die Schraube. Wenn die schon ein bisschen verrostet ist und sonst was, schlagt den Imbus tief rein, nehmt zur Not auch Rostlöser, Karamba oder sonst was. Und ja, was ihr hier seht, ist meines Erachtens auch eine dermaßen verkorrodierte Bremsanlage hinten. Das kommt meines Erachtens, wenn bei den Waschstraßen die Felgen mit dem Dampfstrahler bearbeitet werden. Also meines Erachtens, ich könnte mal gerne eure Meinung dazu sagen, geht die Phosphatierung zum Teufel, der Korrosionsschutz und auch die Gleitcremes und alles, was da verwendet wird, damit die Bremsanlage leichtgängig ist. Ihr seht es nachher noch. Okay, also jetzt haben wir den Kolben kurz noch zurückgedrückt. Ja, nicht fachmännisch. Bei der Aktion bitte nicht die Staubschutzmanschette verletzen. Wer sich's nicht zutraut, der sollte doch lieber eine richtige Kolbenrücksetzzange benutzen. Gut, hier seht ihr jetzt nochmal die Bremskolbenseite. War das? Und man sieht halt überall die Korrosion. Meines Erachtens kommt sie tatsächlich von der Felgendampfstrahlerei. Gut, jetzt lösen wir diesen Träger für den Bremssattel. Das ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 16, ja. Und ich versuche es erstmal mit einem normalen Gabelschlüssel. Da geht nichts.
Für jemanden, der einen abgewinkelten Schlagschrauber hat, stellt sich das Problem nicht. Ich bin dann umgestiegen auf den Drehmomentschlüssel. Da habe ich eine immense Verlängerung und eine lange 16er Hülse. Und damit ging es dann. Hier sehe ich das nochmal aus einer anderen Perspektive. Ist einfach die Kraft der Verlängerung, ja. Auch hier muss man halt sagen, wenn die Dinger immer dampfgestrahlt werden, dann dringt halt von der Rückseite der Gewindebohrung Feuchtigkeit ein, wandert kapillarmäßig an den Gewindegängen entlang, bildet dort Rost, Eisenoxid, das Volumen ist wesentlich höher von Rost als das von Stahl. Ja, das ist ja kein Eisen, das sind alles mehr niedrig- oder hochlegierte Stähle, je nachdem, aber auf jeden Fall Eisen in reiner Form kommt ja gar nicht vor. Langer Rede, kurzer Sinn, aber diese Oxide haben wesentlich höheres Volumen und damit wird so ein Gewinde halt ein bisschen zur Presspassung. Also zur Not auch mal über Nacht mit einem Rostlöser behandeln und erst am nächsten Tag dran gehen. Also hier ging es nochmal. Aber man sieht schon deutlich die Korrosionsspuren überall. Ja, der BMW ist ja noch einer der wenigen Hecktriebler. Das hat Vor- und Nachteile. Was mir halt auffällt, ist, in meinem Audi habe ich auf der Beifahrerseite Fußraum. Das habe ich bei dem BMW nicht in der Form, da beult halt doch die Kupplungsglocke den Fußraum ein bisschen ein auf der linken Seite. So, hier sieht man auch die Bremsscheibe wackelt schon auf ihrer Fixierung. Gott sei Dank. Auch hier, wenn der Rost eindringt, dann können die sich ganz schön fest korrodieren. In dem Fall haben wir Glück. Ich mache ja auch noch dieses Video über den Dodge. Und da werdet ihr sehen, da sind die Bremsscheiben, die Bremstrommeln in dem Fall, Entschuldigung, die sind dann zentriert, nicht wie hier über einen Bund, sondern über die Radbolzen. Meines Erachtens ein Kunstfehler. Okay, jetzt seht ihr hier schon mal die kleinen Trommelbremschen, ja, die kleinen Trommelbremsbeläge, so wie der BMW das eben macht. Daimler macht es zum Teil auch so. Hat halt den Vorteil, dass man ein völlig voneinander getrenntes Bremssystem hat, mit dem man also mit der Handbremse auch nochmal eine Notbremsung machen sollte, können sollte, wenn die Bremsanlage ausfällt, was aber heute nicht mehr passiert. So. Jetzt kommen wir wieder zum Teilevergleich. Wie gesagt, ich habe das ganze Material, Bremsen, Bremsscheibe, Pfeile, Keramik, Fett und den Bremsenreiniger, die Dose, alles zusammen für 260 Euro beim Kfz-Teile 24 erworben. Da war gerade Happy Hour auf Bremsteile, das hat gepasst. Dann haben wir zugeschlagen, ja. Also, ihr seht, das passt. Ich kann es euch nur raten. Nachher habt ihr die Hälfte zusammengebaut und merkt, es passt nicht zusammen oder die Bremsbeläge passen nicht oder so, ja. Ich mache das immer so ein Teilevergleich. So, die Radnabe sollte sauber sein. Ist sie in dem Fall, wenn nicht. Das ganze Eisenoxid entfernen, weil sonst läuft die Bremsscheibe schon mal unter Umständen unrund. Okay, wir setzen die auf und fixieren sie gleich mit dieser Schraube. Da sind neue beigegeben. Ich denke, das hat seinen Grund darin, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass manche Bremsanlagen, gerade diese Schrauben, sehr schwer zu lösen sind. Aber nochmal. Wir hatten Glück an der Stelle.
bisschen beiziehen. Das Ganze dient nur dazu, dass die Bremsscheibe an ihrem Platz bleibt, wenn die Radbolzen rausgezogen werden, rausgedreht werden. Und nun kommen wir schon zu den Bremsbelägen. Auch hier wieder einmal Kolbenseite und einmal Bremssattelseite. Und auch hier vergleichen wir die Teile miteinander. So, hier habe ich das für euch nochmal ausgelegt, damit ihr die Unterschiede seht. Bremskolbenseite und Bremssattelseite. Rechts seht ihr die Abdrücke. Also ich tue immer mit einer Feile die Kanten brechen. Das passiert zwar heute nicht mehr allzu oft, aber manchmal quietscht die neue Bremsanlage, wenn man die Kanten nicht bricht. Und bei mir ist es halt einfach drin. Und nun werden wir diese Führungsbleche ausklinken. Früher gab es die nicht bei so alten Bremsanlagen und dann hat man dann oft, ja, haben sich die Bremsklötze dann in die Führungen eingearbeitet, ja, und nach einem dritten Mal Bremsklötze wechseln, konnte man dann den Bremssattel wegwerfen, weil, wie gesagt, die Bremsklötze direkt in den Führungen des Sattels gelaufen sind. Heute gibt es diese Bleche, die da eingeklipst werden. Finde ich eine gute Idee. Aber auch hier seht ihr nochmal, was da an Eisenoxid entstanden ist im Lauf der Jahre, an Rost. Nicht schön. Und jetzt geht es rückwärts schon. Wir machen ein bisschen wieder lösbaren Schraubensicherungslack auf die Schrauben. Eine gute Schraubverbindung sollte auch so halten, aber ja, man schläft halt ruhiger. Die obere ist jetzt mal fixiert. Und die untere auch. Und jetzt geht es mit der langen 16er Nuss ans Wiederanziehen dieser Schraubverbindung. Ist ein bisschen beengt da hinten. Ich habe meine Zweifel, ob es geht, diesen Bremsenwechsel ohne Hebebühne durchzuführen. Aber ich denke schon. So, jetzt seht ihr das nochmal aus einer anderen Perspektive. Die Bremsscheibe ist montiert, die Trägerplatte auch. Und nun setzen wir diese Verschleißschutzbleche ein. Und hier kommen jetzt auch schon die Bremsbeläge. Ich habe den Warnkontakt nicht gewechselt, obwohl ich ihn bestellt hatte. Die Verkabelung verschwindet in der Kunststoffradverkleidung und das Programm wollte ich mir nicht geben. Wozu auch, der war völlig unberührt. Ja, wir haben die Bremsanlage ja nicht gewechselt, weil die Beläge runter waren, sondern weil die beim Bremsen eben, ja, das Pedal geflattert hat und es gab so ruckelnde Geräusche und alles. So ein bisschen Keramikpaste drauf. Und wie gesagt, das sind die Sachen, die dann eben beim Dampfstrahl, wenn man die Felgen
Felgen eben in der Waschanlage Dampfstrahlen lässt von den Mitarbeitern, da wird es dann halt alles weggedampft, ja. Und da kann es dann natürlich auch schon zu einer nicht mehr so gut funktionierenden Bremsanlage kommen, ja, wenn das alles verkorrodiert ist. Aber ihr macht es besser, wie sich das gehört. Also beim Einklinken sollte das alles leichtgängig sein, ja. Denn die Bremsbeläge, die sollen ja schön gleiten da in den Führungen. Da achtet ihr bitte drauf, wenn da irgendwas nicht passt, dann stimmt irgendwas nicht, ja. Aber ihr habt ja den Teilevergleich gemacht und dann muss eigentlich alles passen. Jetzt kommt noch der Bremsbelag von außen. Wird auch schön erstmal oben eingeklinkt. Und dann unten. Und nun können wir schon wieder den Bremskolben, ich nenne es einfach mal Bremskolben und Kolbengehäuse, also den Teil des Bremssattels aufschieben, nachdem wir den Kolben ganz zurückgedrückt haben und am besten auch darauf achten, dass die kleinen Gummifaltenbälge an den Führungen oben nicht verletzt werden. So, sieht ganz ordentlich aus. Dann kann man gleichzeitig auch mal probehalber die Bremsscheibe durchdrehen, um zu sehen, also die Bremsscheibe mit der Achse, um zu sehen, ob es einen Schlag hat oder sowas. Aber heute sind die Qualitätskontrollen so super, da passiert eigentlich nichts mehr. Und dann machen wir den Kontakt wieder dran. Innen den Metallclip nicht vergessen, sonst hält das Ding nicht. Ja. Und wenn der in der Luft hängt, dann kriegt ihr keine Verschleißanzeige, ja, weil er nicht mit verschlissen wird. Ja, und dann fahrt er die Bremsanlage runter bis auf die Scheiben. Das soll ja nicht sein. Gut, und nun gehen wir schon dran, die zwei Halteschrauben wieder zu verschrauben. Außen Schlüsselweite 13, innen Gabelschlüsselweite 15. Komischerweise werden von diesen Schrauben immer nur zwei neue pro Achse mitgegeben, sodass man gezwungen ist, zwei alte wieder zu verwenden. Aber auch, also auch in diesem Fall Schraubensicherungslack drüber machen. Ja. Wie funktioniert der eigentlich? Habt ihr euch sicher auch schon gefragt. Das sind sogenannte anaerobe Klebstoffe, also die härten nicht an der Luft aus, sondern im Kontakt mit dem Metall. Ja. Und ihr seht, hier muss gegengehalten werden, wie gesagt, mit Schlüsselweite 15. So, unten wäre fertig. Also das sind jetzt Arbeitsschritte, wo ich mir vorstellen könnte, ohne Hebebühne, nur so auf dem Wagenheber. Ja, ich würde es sein lassen. Wobei, ich zeige euch mal ein Video von meinem Fiat Bacetta. Da habe ich es noch mit dem Wagenheber gemacht. Ja, da hatte ich die Hebebühne noch nicht. Ja, lasst euch überraschen. Es geht alles mit genug Idealismus. So, jetzt die Verschleißanzeige. Nochmal geprüft, ob der Metallclips da ist. Ich habe jetzt auch festgestellt, falsch verlegt. Ja, und dann muss man es halt nochmal lösen. Ja. Die wird dann oben von der
Gummiabdeckung vom Entlüftungsnippel der Bremsanlage fixiert. So, Klick, deutliches Klicken sollte hörbar sein. Und gut ist. So, hier seht ihr die Aktion jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive, nämlich an der anderen Achse. Da habe ich die Kamera nochmal in einer anderen Position für die, die sich noch nicht so ganz sicher sind, was der Axel da eigentlich treibt. Schaut es euch in Ruhe an, aber ich kommentiere es nicht nochmal. Ich lasse ein bisschen Musik dazu laufen und verabschiede mich schon mal von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es hilfreich war, würde ich mich über ein Like freuen oder ein Abo. Und berechtigte Kritik nehme ich auch immer gern an. Ja, also wenn man da sich exponiert und zeigt, was man macht, dann ist auch mal einer dabei, der an der einen oder anderen Stelle was noch besser weiß und da freue ich mich dann drüber. Aber seid freundlich zu mir. Okay, macht's gut, tschüss und gutes Gelingen für euer Projekt.